Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es einen Ganzkörper-Stretch. Das bedeutet, wir werden den Körper im Prinzip von oben bis unten einmal komplett durchbewegen. Das ist wirklich für alle was. Besonders, wenn ihr ja viel sitzt, wenn ihr vielleicht auch einen sitzenden Job habt oder aber ja, wenn ihr morgens auch manchmal aufwacht und euch total überfahren fühlt. Und ganz ehrlich, ab 30 haben wir das, glaube ich, alle regelmäßig. Also, schön, dass ihr mitmacht. Wir beginnen im Schneidersitz. Ihr braucht für das kleine Workout übrigens wirklich gar nichts. Es sei denn, ihr wisst, dass ihr besonders empfindliche Knie habt, dann könnt ihr euch gerne ein Handtuch holen oder eine Matte. Ja, und ansonsten einfach ankommen erstmal im Schneidersitz. Findet einen Sitz, den ihr jetzt ein paar Minuten bequem aushaltet. Bringt die Hände auf die Knie. Die Daumen und die Zeigefinger können sich berühren, die Handflächen zeigen nach oben. Und jetzt versucht ihr erstmal Länge in eure Wirbelsäule zu bringen. Also richtet euch schön auf, stellt euch dafür einfach vor, dass ihr eine Strippe oder eine Schnur am Kopf habt, an der Schädeldecke. Und diese Strippe, die zieht euch nach oben in die Länge, wie bei so einer Marionette. Und das bedeutet dann gleichzeitig auch, dass die Wirbelsäule sich richtig schön nach oben zieht. Wenn ihr also oft so hier da sitzt oder da steht, dann ne, jetzt schön aufrichten und die Schultern gleichzeitig weg von den Ohren bringen. Gerade wenn wir viel Stress haben, neigen wir dazu, dass wir irgendwie so da hängen, ne, dass wir uns richtig doof zusammenziehen. Und dann kriegen wir noch mehr Verspannungen und Schmerzen. Also die Schultern jetzt ganz bewusst weg von den Ohren nach unten und nach hinten fallen lassen. Und denkt an die Länge in der Wirbelsäule. Jetzt kommen wir hier an und nehmen erstmal 5 tiefe Atemzüge. Ein- und ausatmen. Wer möchte, darf ruhig durch den Mund ausatmen. Und denkt daran oder achtet einfach mal darauf, dass die Atemzüge, also Ein- und Ausatmung, gleich lang sind. Es gibt jetzt viele Punkte, ne, auf die ihr gerade achten müsst. Die Länge hier, ne, der Strick oder die Kordel oder was auch immer, der Faden, der euch hier nach oben zieht. Dann die Ohren und dann die Atmung. 5 tiefe Atemzüge. Wenn ihr die geschafft habt, dann legt ihr die linke Hand auf das rechte Knie. Die rechte Hand setzt ihr hinter den Po und jetzt drehen wir uns, ohne diese Länge, die wir gerade in der Wirbelsäule geschaffen haben, zu verlieren, aus dem Oberkörper heraus über die rechte Schulter. Wenn ihr einen empfindlichen Nacken habt, dann könnt ihr jetzt darauf achten, dass ihr den Kopf nicht überdreht und auch nicht so super doll mitdreht. Den könnt ihr den Kopf über der Brustwirbelsäule lassen. Die Rotation, ja, diese Drehung kommt jetzt wirklich aus dem Oberkörper. 5 Atemzüge, tiefe Atemzüge. In der Ausatmung könnt ihr immer versuchen, noch ein Stückchen weiter in die Drehung reinzugehen, ohne ne, sowas hier zu machen, die Länge in der Wirbelsäule zu verlieren. Wenn ihr die 5 Atemzüge geschafft habt, kommt ihr über die Mitte. Hier atmen wir auch noch mal tief ein und aus. Zur anderen Seite. Das kennt ihr übrigens vielleicht alles aus dem Yoga, wer ab und zu Yoga macht. Rechte Hand jetzt also auf das linke Knie und die linke Hand hinter den Popo und auch hier aus dem Oberkörper heraus über die Seite drehen und über die linke Schulter schauen. Und auch hier gilt, wenn ihr wisst, ihr habt einen empfindlichen Nacken, dann dreht den Kopf nicht allzu sehr mit, sondern lasst das Kinn einfach über der Brust. Ja, oder dreht es nur leicht. Und in der Ausatmung auch hier versuchen, noch ein bisschen mehr in die Drehung reinzugehen. Wenn ihr es geschafft habt, dreht euch langsam zur Mitte zurück. Einatmen, ausatmen und einmal in den Vierfußstand kommen. Der Vierfußstand ist dieser hier. Da gibt es ein paar Punkte, auf die ihr achten könnt. Und zwar sind das zum einen die Handgelenke und die Schultern, die bilden eine Linie, also die Handgelenke sind immer unter den Schultergelenken und die Knie sind unter den Hüften. Und worauf ihr auch achten könnt, dass ihr die Hände schön aufspreizt. Also bei allen Dingen, die wir auf dem Boden machen, auch Liegestütze zum Beispiel oder ja, alle möglichen Geschichten wirklich, wo wir so aufgestützt sind, achtet darauf, das ist einfach die bessere Kraftübertragung, wenn ihr die Hände so gespreizt habt, dass die
so schön aufgefächert sind. Und der Zeigefinger, der zeigt in etwa nach vorn, also ca. 12 Uhr der Zeigefinger. So, und dann in der neutralen Position ist der Bauchnabel zur Wirbelsäule gezogen und der Rücken ist gerade. Was wir jetzt aber machen, ist einmal die Wirbelsäule komplett durchzubewegen, durchzumobilisieren, und zwar mit auch einer Übung, die ihr vielleicht aus dem Yoga kennt. Cat-Cow, Katze-Kuh. Das bedeutet, wir schieben uns einmal ganz weit nach oben raus, machen so einen richtigen Buckel und ziehen das Kinn zur Brust. Und dann schiebt ihr euch in die entgegengesetzte Richtung, macht einen Entenpo, Kopf geht mit, geht nach vorne, guckt leicht nach oben und dann wieder zurückschieben, Wirbel für Wirbel schön bucklig machen. Das ist die logischerweise Katze. Und die Kuh ist die entgegengesetzte Richtung. Versucht wirklich Wirbel für Wirbel euch da reinzurollen. Macht das ganz genüsslich. Ihr könnt den Atem auch mitnehmen, wenn ihr daran denkt. Dann atmet ihr ein, wenn ihr nach vorne guckt, beziehungsweise nach vorne oben. Und atmet aus, wenn ihr in die Katze zurückgeht. Und das macht ihr jetzt ganz genüsslich in eurem Tempo. 10-mal, also 10-mal jeweils die Katze und 10-mal jeweils die Kuh. Wenn ihr das geschafft habt, dann geht es jetzt an die Handgelenke. Die Handgelenke, ja, die haben im Alltag vor allem eins zu tun, ne? Die tippen oft am Computer oder aber, also die Finger, oder aber ja, sind am Handy, und das bedeutet, wir belasten die Handgelenke auch relativ einseitig. Und gerade wenn wir eben viele Dinge auf dem Boden machen, uns jetzt hier abstützen, wie wir es ja gerade auch getan haben, dann ist es ganz wichtig, dass wir vielleicht auch einfach mal die Handgelenke in eine andere Richtung benutzen, drehen, mobilisieren. Und das machen wir jetzt einfach. Das könnt ihr auch wirklich regelmäßig machen. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann kann es sein, dass es jetzt relativ doll tatsächlich erstmal nicht wehtut, sondern ja, dass ihr diesen Stretch einfach sehr, sehr dolle merkt. Aber apropos wehtun, weil ich das gerade schon erwähnt habe, also es ist so, dass diese Dehn- und Stretch-Geschichten natürlich ja manchmal echt grenzwertig sind, je nachdem, ne, wie ihr so beschaffen seid und wie ihr bisher so gearbeitet habt. Ihr könnt übrigens jetzt, während ich erzähle, leicht immer mit dem Po Richtung Fersen gehen. Ja, und der wichtige Hinweis an dieser Stelle: diesen Dehnschmerz, den wir hier teilweise empfinden, jetzt zum Beispiel eben gerade hier, ne, in den Handgelenken, aber auch hier in den Unterarmen, der sollte auf einer Skala von 1 bis 10 so bei 7 oder 8 maximal sein. Wenn der drüber ist, dann ist es zu intensiv, dann nehmt ein bisschen was raus aus der Intensivität. Und wichtig ist auch, ihr sollt niemals stechende Schmerzen verspüren. Dann bitte sofort raus aus der Bewegung, und dann stimmt da irgendwas nicht. Wer jetzt übrigens schon merkt, so, oh Gott, das kriege ich echt überhaupt nicht hin, der darf gerne natürlich auch die Hände seitlich aufsetzen für den Anfang. Alle anderen, ja, drehen die Hände einmal komplett rum, Finger zeigen zu den Knien, und jetzt kreisen wir erst in die eine Richtung. Achtet darauf, dass die Hände wirklich am Boden bleiben, und dann in die andere Richtung, jeweils 10-mal. Und wenn ihr das geschafft habt, Handgelenke kurz ausschütteln. Und dann kommen wir in die sogenannte Position des Kindes. Dabei berühren sich die großen Zehen. Zwischen den Knien ist etwa ja, 2 Fäuste weit Platz, beziehungsweise auch gerne mehr. Also ja, so, dass der Oberkörper sich dazwischen ablegen kann. Und in der Position des Kindes liegen die Arme entweder neben dem Körper ganz entspannt, oder ihr könnt sie auch nach vorne ablegen. Und der Blick geht zur Matte bzw. zum Boden. Und jetzt versucht ihr, den Po bewusst oder noch ein bisschen mehr Richtung Fersen zu schieben. Und wenn ihr hier 5 Atemzüge geschafft habt, dann machen wir die Arme jetzt mal richtig, richtig lang. Also zieht euch in die Länge, ohne dass ihr ja, hier den Po jetzt quasi von den Fersen abhebt, sondern der bleibt Richtung Fersen geschoben. Lange Arme, stellt euch einfach vor, hier vorne liegt eure Süßigkeit, eure ganz allerliebste Süßigkeit, die ihr unbedingt greifen wollt. Die Hände sind weiter aufgefächert.
Der Blick geht zum Boden, also der Oberkörper geht jetzt hier so zwischen die Arme durch. Und jetzt müsstet ihr hier in etwa einen ordentlichen Stretch verspüren. So, 5 Atemzüge hier verharren. Und dann krabbeln wir mit den ausgestreckten langen Armen zur rechten Seite. Der Oberkörper geht wieder durch die Öffnung, die hier entsteht. Und jetzt habt ihr hier auf der linken Seite einen ordentlichen Stretch. Und wenn ihr hier 5 Atemzüge verbracht habt, verweilt habt, krabbelt ihr mit den Armen zur anderen Seite, zur linken Seite, wieder auf den Boden kommen. Und ihr werdet jetzt auf der rechten Seite einen richtigen Stretch verspüren. Ihr habt das geschafft? Dann krabbeln wir zur Mitte zurück und kommen auf den Rücken. Legt euch ganz langsam ab. Und dann nehmt ihr die Beine im 90-Grad-Winkel vor den Körper, legt die Arme zur Seite ab und die Beine lasst ihr jetzt erstmal zusammen zur rechten Seite fallen. Der Blick geht zur linken Seite, also zum linken ausgestreckten Arm. Und hier versucht ihr jetzt, also mein Blick geht jetzt mal in die falsche Richtung, damit ich euch nicht den Hinterkopf zudrehe. Ihr versucht jetzt bitte hier bewusst die Schultern auf dem Boden zu lassen oder auf der Matte. Wenn ihr nicht gleichzeitig die Knie auf dem Boden lassen könnt, sondern merkt, dass die nach oben kippeln, ist es überhaupt kein Problem. Ihr könnt euch hier auch gerne ein Kissen unterlegen. 10 tiefe Atemzüge in dieser Position, okay? Und wenn ihr das geschafft habt, ist natürlich die andere Seite dran. Über die Mitte kommt ihr 90 Grad zur anderen Seite. Legt die Beine ab oder legt die Beine eben wieder aufs Kissen. Die müssen nicht auf dem Boden liegen. Auch hier versuchen wir, die Schultern auf den Boden zu lassen. Blick geht zur rechten Hand. Und ja, das sollte sich im Übrigen sehr, sehr angenehm, hoffe ich bei euch auch. Für mich ist es immer sehr gut, im unteren Rücken anfühlen. 10 Atemzüge. Und dann kommen wir langsam über die Mitte zurück. Das heißt, noch gar nicht zurück zum Knien oder zum Stehen oder zum Hocken, sondern wir bleiben erstmal hier und ziehen jetzt die Knie ganz dicht an den Körper ran. Und, da muss ich kurz meinen Ton mal entfernen, sonst funktioniert das nicht. Und dann kreisen wir. Massieren also jetzt den unteren Rücken, den Lendenwirbelbereich. 10 Kreise in die eine Richtung. Und dann 10 in die andere. Wenn ihr das habt, legt ihr euch hin, also legt euch wieder komplett ab, wenn ihr vielleicht gerade Schultern und Kopf oben hattet. Streckt das rechte Bein aus, lang ablegen auf dem Boden und zieht das linke Bein ganz nah an den Körper ran. 5 Atemzüge und dann wechselt ihr. Linkes Bein ausgestreckt auf den Boden ablegen. Rechtes Knie ranziehen an den Oberkörper. Wieder 5 Atemzüge. Wenn ihr das habt, kommt ihr über eure Lieblingsseite in den Vierfußstand zurück. Und wenn ihr jetzt im Vierfußstand seid, schieben wir uns aus dem Vierfußstand in die Liegestützposition. Hier übrigens auch, ne? Schultern über den Handgelenken, also Schultergelenke. Und jetzt nehmen wir das rechte Bein neben die Hände. Wenn das hier hinten landet und ihr das nicht ganz vorkriegt, könnt ihr noch mal ein bisschen nachhelfen. Ihr solltet jetzt im vorderen Bein einen etwa 90-Grad-Winkel haben. Das hintere Bein ist gestreckt. Wem das jetzt zu intensiv ist, der kann das Bein auch ablegen, okay? Ansonsten Bein strecken und versuchen, Hüfte jetzt erstmal tiefer sinken zu lassen. Das ist also jetzt eine Übung für die Hüfte, eine Mobilisation. Wir bleiben hier 5 Atemzüge und jetzt kommt noch was dazu. Jetzt versuchen wir, den rechten Unterarm Richtung Boden zu bringen, also sogar abzulegen. Wenn ihr das nicht schafft, dann macht euch wirklich keinen Kopf. Das ist eine relativ intensive Dehnung, die ihr da verspürt, auch wenn ihr es schafft. Also ihr könnt auch, wenn ihr hier seid, so weit erstmal runtergehen, wie ihr es eben schafft. Und im weiteren Step kommt noch was dazu. Wir drehen uns jetzt auf. Also der Oberkörper dreht, die Hand geht mit, der Arm streckt sich aus und ihr guckt in die Handfläche rein. Und dann machen wir das Ganze abwechselnd. Ihr versucht, den
Unterarm zum Boden zu bringen. Dreht den Oberkörper auf, Arm streckt, Blick geht in die Hand. Und das machen wir jetzt 10 Mal. Und versucht mal, vielleicht klappt das, dass die Bewegungen größer werden, also dass ihr mehr aufrotiert und dass ihr, wenn ihr runterkommt, vielleicht auch immer tiefer kommt. Ja? Dass ihr vielleicht doch es sogar schafft, dass der Ellenbogen heute noch ganz unten auf dem Boden ist. Wenn nicht, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm. Umso öfter ihr sowas macht, umso ja, besser klappt das dann natürlich auch alles, ist klar. So, 10 Mal geschafft, dann geht es über die Liegestützposition, Bauchnabel fest, alles festmachen. Zurück und dann kommt das andere Bein nach vorne, das linke. Und auch hier erstmal in der Position ankommen. Das bedeutet, Hüfte versuchen, tief sinken zu lassen. Wem das zu krass ist, der legt gerne wieder das hintere Bein ab. Ansonsten ausgestrecktes Bein und auch jetzt hier Ellenbogen versuchen zum Boden zu bringen und aufrotieren. 10 Mal. Ellenbogen zum Boden bringen, Oberkörper rotieren, Blick geht in die Handfläche rein. Wenn ihr 10 geschafft habt, dann kommt ihr wieder in die Liegestützposition. Macht euch kurz ganz fest, Knie zum Boden bringen, kurz nochmal in die Länge ziehen. Oh. Dann kommt zum Sitzen. Und hier nochmal einfach zusammenrollen und aufrichten. Das ist im Prinzip die ja, Cat-Cow-Bewegung, die wir vorhin im Vierfußstand gemacht haben, aber im Sitzen. Ne? Ihr zieht euch zusammen, Kinn zur Brust und richtet euch auf und macht vielleicht sogar so ein ganz kleines, mini-kontrolliertes Hohlkreuz. 5 Mal insgesamt. Dann ja, enden wir in der Position, in der wir begonnen haben. Wir atmen noch 3 Mal ein und aus. 2 Mal mehr. Und ich hoffe, dass euch die kleine Ganzkörper-Stretch-Session gefallen hat, dass ihr euch besser fühlt auf jeden Fall als vorher und dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid.